Der Badeanzug. Costumul de baie. Am einfachsten. Cel mai ușor. Eingebaut. Clădit, zidit. Das Fernsehen. Televizorul. Der Elektroherd. Reșoul electric, soba de gătit electrică. Der Hut. Pălăria. Der Krimi. Film, roman, polițist. Der Rock. Fusta. Schlecht. Rău. Warm. Kalt. Was für ein? Ce fel de om? Was für eine? Ce fel de femeie? Wenig. Puțin. Womit? Cu ce? Iată acum noile cuvinte în propoziții. Sie hat einen schönen Badeanzug. Ea are un costum de baie frumos. Wann kauft ihr den Elektroherd? Când cumpărați soba electrică? Kennst du den Krimi? Cunoști acest film polițist? Herr Kurz möchte einen großen Hut leihen. Domnul Kurz vrea să ceară împrumut o pălărie mare. Im Fernsehen gibt es heute einen guten Krimi. Azi este un film polițist bun la televizor. Ihr Rock ist sehr lang. Fusta ei este foarte lungă. So ist es am einfachsten. Așa este cel mai simplu. In der Küche sind eingebaute Schränke. În bucătărie sunt dulapuri zidite în perete. Du machst das schlecht. Nu e bine ce faci. Heute ist es sehr warm. Azi este foarte cald. Ich habe wenig Geld. Am puțin bani. Was für ein Mann ist er? Ce fel de om este el? Was für eine Bluse hast du? Tu ce bluză ai? Womit schreibst du? Mit einem Füller? Tu cu ce scrii? Cu un stilou? În continuare, completați următoarele propoziții în limba germană cu cuvintele corespunzătoare. Ea are un costum de baie frumos. Sie hat einen schönen. Sie hat einen schönen Badeanzug. Ei au această sobă electrică deja de ieri. Sie haben schon seit gestern. Sie haben schon seit gestern diesen Elektroherd. Nu am timp. Ich habe wenig Zeit. Această apă minerală este caldă. Dieses Mineralwasser ist warm. El lucrează prost. Er arbeitet schlecht. Dulapurile sunt zidite în perete. Die Schränke sind eingebaut. Am o fustă lungă. Ich habe einen langen Rock. Așa este cel mai simplu. So ist es am einfachsten. La televizor este un film polițist. Gibt es einen Krimi? Im Fernsehen gibt es einen Krimi. Ce fel de roman polițist citești? Was für einen liest du? Was für einen Krimi liest du? Pălăria ei este foarte frumoasă. Ist sehr schön. Ihr Hut ist sehr schön. Ea lucrează la televiziune. Sie arbeitet im Fernsehen. Cu ce mergi la serviciu? Fährst du zur Arbeit? Womit fährst du zur Arbeit? Ce fel de bluză ai? Bluse hast du.
Was für eine Bluse hast du? Ce fel de palton este acesta? Mantel ist das. Was für ein Mantel ist das? Acum completați propozițiile următoare cu forma de plural a substantivelor care lipsesc. Nu citesc romane polițiste. Ich lese. Ich lese keine Krimis. Avem costume de baie frumoase. Wir haben schöne. Wir haben schöne Badeanzüge. In acest magazin se găsesc pălării mari și ieftine. In diesem Geschäft kann man große und billige kaufen. In diesem Geschäft kann man große und billige Hüte kaufen. Ea nu avea fuste lungi. Sie hatte keine langen. Sie hatte keine langen Röcke. Răspundeți la întrebările următoare folosind expresia Es tut mir leid. Îmi pare rău. Haben Sie schwarze Kleider? Es tut mir leid, aber wir haben nur weiße. Haben Sie lange Röcke? Es tut mir leid, aber wir haben nur kurze. Haben Sie teure Zigaretten? Es tut mir leid, aber wir haben nur billige. Haben Sie große Zimmer? Es tut mir leid, aber wir haben nur kleine. Haben Sie kleine Hüte? Es tut mir leid, aber wir haben nur große. Haben Sie alte Zeitungen? Es tut mir leid, aber wir haben nur neue. Haben Sie neue Wagen? Es tut mir leid, aber wir haben nur alte. În această lecție ne vom ocupa de modul imperativ la singular și plural. Ascultați cu atenție următoarele propoziții. Vati, arbeite nicht so lange. Tată nu lucra atât de mult. Vati und Mutti, arbeitet nicht so lange. Tată și mama nu lucrați atât de mult. Eva, öffne das Fenster. Eva, deschide geamul. Eva und Andrea, öffnet das Fenster. Eva și Andrea, deschideți geamul. Klaus, fahr nicht so schnell. Klaus, nu condu așa repede. Klaus und Dieter, fahrt nicht so schnell. Klaus și Dieter, nu conduceți așa repede. Dieter, hol die Tante ab. Dieter, du-te după mătușa. Kinder, holt die Tante ab. Copii, mergeți după mătușa. Maria, leg den Mantel ab. Maria, dă-ți jos paltonul. Maria und Eva, legt die Mantel ab. Maria și Eva, dați-vă jos paltoanele. Dieter, halte dieses Auto an. Dieter, oprește această mașină. Klaus und Max, haltet diese Autos an. Klaus și Max, opriți aceste mașini. Andrea, sieh mal den weißen VW dort. Andrea, uită-te la acel Volkswagen alb de acolo. Kinder, seht mal nach rechts. Copii, uitați-vă la dreapta. Dieter, räum doch das Zimmer auf. Dieter, fă ordine în cameră. Räum doch das Zimmer auf. Faceți ordine în cameră. Setz dich dorthin. Stai jos acolo. Setzt euch dorthin. Luați loc acolo. Wasch dir die Hände. Spală-te pe mâini. Wascht euch die Hände. Spălați-vă pe mâini. Erzähle diese Geschichte. Povestește această istorie. Erzählt diese Geschichte. Povestiți această istorie. Vergiss mich nicht. Nu mă uita. Vergesst mich nicht. Nu mă uitați.
În continuare, completați următoarele propoziții cu forma corespunzătoare de imperativ a verbelor. Nu lucra așa mult. Nicht so lange. Arbeite nicht so lange. Klaus, nu condua așa repede. Klaus, nicht so schnell. Klaus, fahr nicht so schnell. Andrea, dă-ți jos paltonul. Andrea, den Mantel. Andrea, leg den Mantel ab. Dieter, oprește mașina aceasta. Dieter, dieses Auto. Dieter, halte dieses Auto an. Copii, opriți autobuzul. Kinder, den Bus. Kinder, haltet den Bus an. Puneți asta acolo. Das hin. Legt das hin. Klaus, uită-te la acel Volkswagen alt de acolo. Klaus, mal den weißen VW dort. Klaus, sieh mal den weißen VW dort. Deschideți geamurile. Die Fenster. Öffnet die Fenster. Așează-te aici. Hierher. Setz dich hierher. Nu povestea asta. Das nicht. Erzähl das nicht. Spală-te pe mâini. Dir die Hände. Wasch dir die Hände. Faceți curățenie în cameră. Das Zimmer auf. Räumt das Zimmer auf. Copii, uitați-vă la stânga. Kinder, mal nach links. Kinder, seht mal nach links. Nu mă uita. Mich nicht. Vergiss mich nicht.